Was bedeutet dieser Kasten am Gipfelkreuz? Diese Frage ist mir gestellt worden in einem der letzten Videos. Da seht ihr es, und diese Frage will ich in diesem Video beantworten. In diesem Kasten sind Gipfelbücher drinnen, und diese Kästen und Gipfelbücher gibt es auf sehr vielen Gipfeln. Ich habe ein bisschen recherchiert und habe kein Video dazu gefunden, darum habe ich mir gedacht, ich mache überhaupt ein Video und stelle es der Allgemeinheit zur Verfügung. In dem Sinn nehme ich jetzt da das Gipfelbuch aus, nehme einen Schreiber aus, suche mir einen Platz und erkläre euch, um was das da eigentlich geht. So, da passt es ganz gut. Servus nochmal, liebe Leute, willkommen zu diesem Video auf Alpine Momente. Ich bin der Franz, betreibe diesen Kanal seit 2015, habe mittlerweile schon über 350 Videos oder mehr aus den Bergen online gestellt. Und meistens trage ich mich selber in diese Gipfelbücher ein. Was hat es also damit auf sich? Ich befestige mir jetzt die GoPro und dann erkläre ich das. So, ich hoffe, ihr seht das jetzt. Das ist halt leider jetzt schon voll, aber ich schreibe mich da trotzdem noch auf die letzte Seite rein oder auf die vorletzte, wo irgendwo Platz ist. Heute ist der 18.10.2020. Franz Althuber, eben kalt. Tenhausen, großer Stein, kleiner Barmstein, Kaltenhausen. So, ich hoffe, ich bin halbwegs drauf. Es ist ein bisschen schwer mit der GoPro das Ganze alles hier aufzunehmen. Hab die GoPro eben auf den Helm aufgetan und jetzt dann gehen wir der Frage nach, was dieses Gipfelbuch für eine Bedeutung hat. Solche Gipfelbücher gibt es auf sehr vielen Gipfeln und sie verstehen sie in erster Linie als Gästebuch. Das heißt, derjenige, der auf einen Gipfel raufgegangen ist, der tragt sie da ein. Idealerweise schreibt man rein, wer wann oben war, von wo man her ist und welche Route man gegangen ist und wo man vorhat hinzugehen. Oft wird aber auch einfach nur ein Blödsinn reingeschrieben und das ist aber nicht der richtige Sinn von einem Gipfelbuch. Zumindest nicht der tiefer gehende Sinn von einem Gipfelbuch. Was bedeutet das, wenn ich mich in einem Gipfelbuch eintrage, wenn ich schreibe, wer ich bin, von wo ich her bin, wo ich herkam, wo ich jetzt bin und wo ich vorhabe hinzugehen. Das hat einen sicherheitsrelevanten Hintergrund. Und zwar, wenn dir oder mir zum Beispiel was zustoßen würde in weiterer Folge und ich komme nicht mehr nach Hause, dann wird ja früher oder später eine Vermisstenanzeige abgegeben. Dann wird ermittelt und nach mir gesucht. Wenn irgendjemand von meinen Bekannten gewusst hat, wo ich vorhabe hinzugehen, dann wären die Ermittler, in dem Fall jetzt an die Bergretter, Alpinpolizei, wer auch immer, mal versuchen, an diesen Ort zu kommen, wo ich vorhatte hinzugehen. Wenn an diesem Ort ein Eintrag ist von mir, dann wissen sie schon einmal, ich bin da gewesen. Wenn ich noch einmal dazu schreibe, wo ich vorgehabt habe hinzugehen, dann wissen sie auch, wie der weitere Wegverlauf gewesen sein könnte und sie können dann die Suche fortsetzen. Das heißt, kurz zusammengefasst, ich ermögliche damit den Rettern, Einsatzkräften, dass sie meinen Weg rekonstruieren können und dass sie mich schneller finden können. Wenn ich jetzt natürlich schwer verletzt bin und man kann erst ein paar Tage später suchen, ist es wahrscheinlich trotzdem zu spät, aber wenn man mich ein paar Tage später findet, dann haben zumindest meine Angehörigen Gewissheit, dass ich da war und was passiert ist. Man kann dann alles rekonstruieren.
Ich gebe euch jetzt da ein konkretes Beispiel, warum das Ganze so wichtig ist. Wir sind jetzt am großen Babenstein heroben. Das ist ein Grenzgipfel zwischen Österreich und Deutschland, zwischen Salzburg und Bayern. Da drüben ist das Salzachtal, da drüben ist das Berchtesgadener Land. Und am vorletzten Freitag, das heißt vor mittlerweile circa 10 Tagen, hat sich der Valentin auf den Weg gemacht und wollte eine Route auf den Watzmann gehen, aber nicht die Normalroute. Das ist das, was die Eltern von Valentin gewusst haben. Mir beschäftigt dieses Thema so sehr, weil der Valentin bei unserem Gewinnspiel mitgemacht hat und der Valentin ein Video zugeschickt hat. Der Valentin ist oder war ein 21-jähriger junger Bärsch, voll fit. Und was ich aus diesem 30-sekündigen Video mitgenommen habe, ist, er hat auch gewusst, was er tut. Er war ein guter Alpinist und er wollte im Alpinismus tätig werden. Ja, und jetzt ist er seit gute 10 Tagen abgängig. In der Zwischenzeit hat es zweimal geschneit und nach dem Valentin ist ein paar Mal gesucht worden und er ist nicht gefunden worden. Seine Eltern wissen nicht, was Sache ist, seine Angehörigen wissen nicht, was Sache ist. Ich gehe davon aus, ich weiß es sogar, die Ermittler mit den Hubschrauber sind bei der Watzmann Mittelspitze aus dem Hubschrauber raus und haben sie abgeseilt und geschaut, ob im Gipfelbuch was drinnen steht. Allerdings ist am Watzmann am Mittelgipfel kein Gipfelbuch mehr gewesen. Darum weiß ich, dass sie abgeseilt haben, weil das steht nämlich im Bericht drinnen. Das heißt, wenn der Valentin da oben gewesen wäre und wenn ein Gipfelbuch oben gewesen wäre und wenn er sich da eingetragen hätte, dann wüsste man, dass er zumindest auf der Mittelspitze oben gewesen wäre. Und so sind jetzt 11 Tage vergangen und die Angehörigen haben noch immer keine Gewissheit, was mit ihrem Sohn ist. So leid man das Ganze auch tut und so weh das Ganze auch tut, aber realistischerweise, wenn du 10, 11 Tage nicht auffindbar bist, dann wirst du nicht mehr leben. Das heißt ganz konkret, die Angehörigen von Valentin müssen weiterhin bangen, hoffen, zittern, warten, was auch immer mit ihm passiert ist. Falls von euch wer zuschaut, dann wünsche ich euch viel Kraft. Lest nicht zu viel nach, was in den sozialen Medien geschrieben wird. Versucht das Ganze auszublenden. Und behaltet den Valentin so in Erinnerung, wie ihr ihn kennt. Denn ihr kennt ihn am besten. Alles andere von außen, völlig egal. Das muss einem da rein und da rausgehen. Und da spreche ich aus eigener Erfahrung. Ich bin auch ein gebrandmarktes Kind. Ich habe selber schon einen Unfall gehabt. Habe glücklicherweise überleben dürfen. Und ich weiß es ganz genau, mit was meine Angehörigen, aber auch ich, konfrontiert worden sind. Und das ist alles Bullshit, das ist alles Blödsinn. Zusammenfassend zu diesem Video, also ein Gipfelbuch ist ein Gästebuch, ähnlich wie ein Hüttenbuch. Wenn ihr sowas habt und wenn ihr sowas seht, dann benutzt es, tragt es euch ein im Sinne eurer Sicherheit, im Sinne Gewissheit von Angehörigen, eventuellen Rettern und Ermittlern. Tragt es ein, wer ihr seid, woher ihr kommt. Also der Ort, wo ihr herkommt, von wo ihr die Tour gestartet seid und wo ihr vorhabt, jetzt noch hinzugehen. Dann steht wirklich alles Relevante drinnen. Ja, und was ist in so einem Fall, wie bei dem Gipfelbuch jetzt, das voll ist? Ja, volle Gipfelbücher werden grundsätzlich runter ins Tal getragen.
und dann eben bei der Stelle vorbeigebracht, die die Gipfelbücher wartet. Das ist entweder Bergrettung oder Alpiner Verein oder teilweise eben auch private Personen. Ich werde jetzt noch recherchieren, ob ich ausfindig mache, wer das Gipfelbuch am Barmstein in Hallen wartet, aber vermutlich werde ich es heroben lassen, weil da kommen eh so viele Leute drauf. Das Gipfelbuch ist am 3.6.2020 raufgekommen und jetzt am 18.10.2020, also ein paar Monate später, ist es voll. Ich gehe davon aus, in ein paar Tagen wird schon wieder wer heroben sein, der weiß, wer diese Gipfelbücher wartet. Ja, und dann wird das Gipfelbuch runtergebracht, das wird dann dort verwahrt, archiviert und ein neues Gipfelbuch kommt hier rauf. Das ist also der Sinn und das ist die Geschichte vom Gipfelbuch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, es hat euch geholfen. Wenn sonst irgendwelche Fragen habt aus dem Berg, die ich euch so beantworten kann, schreibt es mir unten rein in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, das Video, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr kein künftiges Video mehr verpassen wollt, Kanal jetzt abonnieren und die graue Glocke aktivieren. In dem Sinn, bleibt geil, bis zum nächsten Mal. Ciao, pfiat euch, euer Franz.